Prison Break. Ja, aber diesmal mit Haaren und ohne Glatzkopf. Ja, und mit Frauen. Das ist eine Frau? Dann ist es eher hinter Gittern. Da wusste ich auch nicht, ob das eine Frau ist bei dieser einen. Du meinst diese große, dicke? Ja. Die dicke Bertha? Wir schweifen ab, Fischer. Wir haben es wirklich schon mal geschafft, fast 30 Sekunden nichts über das Spiel zu sagen. Jetzt erzähl doch mal. Ja, Silent Hill Downpour. Der neueste Silent Hill Teil, der in vielerlei Hinsicht ein Novum ist. Ja, warum denn, lieber Wolfgang? Es ist ein Novum, weil der Titel von Tschechen entwickelt wird. Und Silent Hill, das war ja eigentlich eine der urjapanischen Serien. Na, da kümmern wir uns jetzt drum. Und die Tschechen, die machen das, ich sag jetzt mal, sehr amerikanisch. Nehmen aber trotzdem die Grundelemente vom Spiel und bauen eine ganz neue Erfahrung. Hier sehen wir den Hauptcharakter, Murphy Pendleton. In einer der, ich sag jetzt mal, Action-Balance-Akt-Geschichten, wo es mehrere im Spiel gibt. Das ist direkt nach diesem Gefangenentransport, der da irgendwie einen lustigen Unfall erlitten hat. Und der Murphy ist jetzt außerhalb von Silent Hill und fragt sich, warum bin ich in dieser vernebelten, widerlichen Gegend und warum ist sonst keiner da und alles ist total verwahrlost. Das ist ja auch so ein Serienstandard. Irgendwie zieht es immer verlorene Seelen in diese mysteriöse Geisterstadt. Und man weiß nicht, warum er dort ist. Da trifft man natürlich auch wieder mysteriöse Leute, wie eben diesen Postboten, der kryptische Sachen von sich gibt und eigentlich die ganze Zeit nur davon spricht, dass er relativ viele Briefe zum Austragen hat, obwohl es eigentlich gar keine Menschen mehr dort gibt, aber ja. Man kommt relativ bald zu einem Diner, das ist alles noch außerhalb von Silent Hill. Dort löst man dann so erste Aufgaben. So Adventure Light nehme ich an. Ein bisschen Adventure Light, genau. Es brennt. Und hier kommt auch der erste Ausflug in ebenfalls Silent Hill typisch, die Anderswelt. Oh ja, auch so eine Serientradition, wo plötzlich die Umgebung in eine böse Variante morpht. Ja. Cool. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert so stehen und schauen uns das Ganze mal an. What the hell is this? So einer der ersten Aha-Momente im Spiel, wo dann auch der Hauptcharakter mit sich selber spricht und merkt, irgendwas läuft hier ganz, ganz gewaltig falsch. Ja, sieht man zum Beispiel hier, das ist auch in der Anderswelt die Flucht vor dem Bösen, was auch immer das ist. Wird auch bis zu dem, was ich gespielt habe, nicht erklärt. Nur, es ist böse, ich muss davor weglaufen und dann sehen wir auch eins der typischen Elemente in diesem Spiel, das Weglaufen. Weil viele Gegner kann man einfach oder sollte man nicht besiegen, weil die halt einfach stark sind, weil die in großer Zahl auftreten. Und die Flucht haben die Entwickler halt im Vorfeld schon als eins der wichtigsten Spielelemente definiert. Also wichtiger wie Kämpfen. Da halten sie sich ja so ein bisschen an das Shattered Memories, was ja auch einen starken Fokus auf Flucht hatte. Nur ist es ja so, Wolfgang, dass die Serie gerade im grandiosen, geliebten zweiten Teil eher so einen psychologischen Horror hatte und eben nicht so wirklich Action. Ist es vielleicht so ein Versuch, da wieder hinzukommen von den Entwicklern? Ein Versuch auf jeden Fall. Inwiefern er gelingt, kann man dann wirklich nur sagen, wenn man es komplett, glaube ich, gespielt hat. Also die Ansätze sind auf jeden Fall da. Aber ob es dann so dramatisch wird wie im zweiten Teil, das lässt sich anhand dem, was ich bis jetzt gespielt habe, noch nicht sagen. Das ist jetzt eine Vorschauversion. Ich habe die ersten 3 Stunden gesehen, sehen dann gleich noch. Da geht es dann auch nach Silent Hill selber rein. Das ist ja alles nur Vorgeplänkel. Und ich hoffe, das Spiel öffnet sich dann noch. Denn was ich jetzt sehe, sieht ganz schön linear aus. Ja, es öffnet sich ein bisschen, wenn man in die Stadt kommt. Da muss man sich umschauen in der Stadt, muss sichere Orte finden. Denn wichtiges Element und auch Titelelement ist der Regen. Und umso schlimmer der Regen wird, desto böser und desto vielfältiger werden die Monster. Und dann muss man so schnell wie es geht von der Straße weg. Daher der Titel, Downpour, Niederschlag. Ja, Niederschlag. Alter Vater, ja, mind blown. Ja, gutes Stichwort, denn komplett weggehauen hat mich die Preview jetzt noch nicht. Das Spiel wird zwar deutlich besser, wenn es in die Stadt geht, aber da muss schon noch einiges kommen, damit da der Award fällig wird. Na, das bekommen wir schon hin, brauchen wir noch schöne Bier und Knädel. Und dann programmieren wir das alles rein. Der Kui.